Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Hm? Wie du meinst. Schade, ich hätte das ganze Rezept gerne gehört. Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tue ich aber nicht. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter? Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Na ja, wäre schon was. Abgemacht. Also. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser. Haben Hopfen wir. Haben wir und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen? Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na klar. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Okay. Ja, wo kriege ich Hopfen her? Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Oha. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Ich die weiß. Die Ratte also. Ja. Hier ist schon mal eine Kanne. Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Genau. Zeig mal her. Bitteschön. Ja, das ist gutes Wasser. Könnt man nehmen. Okay. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Kann man die fürs Brauen benutzen? Hm? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Sehr gut. Okay. Ich muss weiter. Viel Spaß. Jo, jo. Okay, dann ab ins Rattenloch. Hm. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Heb doch einfach mal den Tresen hoch. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Uah, hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Das ist wenig, aber gut. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. So, ich hab dein Hopfen. Ich habe hier etwas Hopfen fürs Starkbier. Nehm ihn, Jung. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr Hopfen. So eine gute Handvoll. Aber ich finde nicht mehr. Tja, dann wird's wohl nichts mit dem Starkbier. Kannst die Dolde hier einpflanzen. Nächstes Jahr hast du dann genug. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo, jo! Natürlich. Wir haben doch super Dünger. Wir pflanzen die Dolde ein. Ungefähr so. Also gut. Ich drücke die Hopfendolde in die Erde. Gut gemacht. Und jetzt den Superdünger drauf. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Oha. Oh. Scheint ein guter Dünger zu sein. Hm. Na... Wow, eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Oh ja. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. Ja, gut. Dann bringen wir die mal dem Kellermeister und dann können wir endlich unser Starkbier brauen. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Tachchen. Ich hab Hopfen. Ich habe hier Hopfen fürs Starkbier. Reicht das? Ja, das reicht. Ich hoffe, du hast das nicht aus meinen Vorräten, Stibitz. Nö, nö. Nein. Oder nur indirekt. Damit habe ich nun alles, was ich brauche, um schönes Starkbier zu brauen. Jawohl. Na gut, dann jetzt los. Jetzt bin ich mal gespannt. Thank you.
Hier, mein Junge. Aber pass auf, dass du nichts in die Augen kriegst. Ist ein ganz gefährliches Zeug. Ich werde ganz vorsichtig sein. Vielen Dank, Herr Kellermeister. Sag mal, Wilbur, wofür brauchst du eigentlich den ganzen Kram? Das Starkbier und alles, was du schon den ganzen Abend hier rausschleppst. Naja, es ist wegen des Rings. Opa hilft mir, den Ring sicher, naja, schnell in die Stadt der Menschen zu bringen. Will, überleg dir das. Das ist gefährlich für einen jungen Gnom da draußen. Ich weiß, aber ich habe es dem Gremlin versprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und es ist meine Chance, hier wegzukommen. Einmal etwas Bedeutendes zu tun. Ein Abenteuer zu erleben, hm? Mhm. Ich glaube nicht, dass der Ring wichtig ist. Und nicht jeder ist dazu geboren, Abenteuer zu bestehen, mein Kleiner. Aber vielleicht musst du wirklich hier weg. Wirklich? Du lebst doch bei deinen Eltern. Leistest dem alten Zwerg Gesellschaft. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Aber wenn du weggehst und Abenteuer erlebst, vielleicht kommst du mich dann mal besuchen, ja? Und erzählst mir alles. Versprochen. Vergiss es nicht. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe eine Verabredung mit dem frischen Starkbier. Prost. Ach ja. Schade, dass wir den zurücklassen müssen, den Zwerg. Ich mag den irgendwie. Tut mir ja schon so ein bisschen leid. So, Opa. Und abwärts. Ich hab Starkbier dabei. Entschuldigung. Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen! Vorsichtig! Ja, ja. Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Was meinst du mit Abflug? Oh oh. Oh oh. Also das meintest du mit Abflug? Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur. Die möchte ich dir schenken. Eine Brille. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa. Ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Feuer! Hilfe, ich habe Angst. Oha. Viel Glück. Oha. Was ist das? Das kann doch nie stabil sein. Ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. What? Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber? Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Zur gleichen Zeit am Fuße des Berges. Der Berge. Ach was, kein Problem, ich bin eine Elfe, ich bin fit. Na was wohl?
Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Ah, okay, wir spielen wahrscheinlich jetzt die Elfe Ivo. Weißt du, sich über den Drachen aufregen, dass der fliegen kann, aber hier das fette Vieh hier mit ihren Stummelflügeln da, ist es ganz normal, dass das fliegt, ne? Cheep, cheep. Das ist nur Cheep Cheep, mein kleiner nerviger Vogel. Ich glaub, du hast einen Vogel. Stimmt doch. Schön. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen. Aber der Hut hat was. Boah, können wir hier was machen? Eine Vogelscheuche. Nein. Oh doch. Ach, Entschuldigung, ich hab's weggeklickt. Ah, ärgerlich. Ach, guck mal. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Och, nun stell dich aber mal an. Ich kann das... Betrachte den Schornstein. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Naja. Holzstapel. Einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Ja, ich glaube, der hat jetzt andere Sorgen. Drei sollten reichen. Okay. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Können wir die auch mitnehmen? Jawohl. Mal sehen, ein Blumentopf. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich steck ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Das ist gut möglich. Macht bei einem Feuerstein natürlich auch sehr viel Sinn, dass er nicht nass wird. Ein Metallgestänge. Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Aha, okay. Ich sollte erst einmal etwas dranhängen. Vielleicht eine Gießkanne? Solange die Kanne leer ist, ergibt es keinen Sinn. Oh, okay. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Ah ja. Das ist eine Prim... An den Seiten kommt... Ja. Ein Brunnen. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Ich mag diese herbstliche Landschaft hier und die Musik alles. Sehr atmosphärisch. Man kriegt direkt so in so ein... ja... so ein warmes, spätherbstliches Gefühl. Weiß ich nicht, gibt's sowas? Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Wenn alles sich so auf den Winter vorbereitet, man ist noch so voller Tatendrang vom Sommer. Der Winter kommt bald, man bereitet alles vor. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen. Hängt nur ziemlich weit oben. Wir kommen da so natürlich nicht dran, richtig? Seltsam. Es sieht... Haben wir hier draußen noch was? Ja. Kürbisse. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten.